danke, dass ihr heute alle hier seid. Und mich freut es wirklich wahnsinnig, in wie viele Gesichter ich heute schaue. Und mich freut es umso mehr, weil ich ganz viele dieser Gesichter in den letzten Tagen und Wochen gesehen habe. Um 7 in der Früh am Westbahnhof, um 12 Uhr zum Mittag in St. Pölten am Markt, um 9 am Abend hier beim Friday Night Skating. Danke, 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 dass ihr euch reingekaut habt, überzeugt habt, gelaufen seid, mitgeholfen habt. Da gehört euch wirklich von Herzen ein großes, großes Danke und ein riesiger Applaus und den gebt euch jetzt bitte. Danke. Die Sandra hat es erzählt, es ist noch keine 10 Tage her, da sind weite Teile dieses Landes unter Wasser gestanden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir das vorstelle, ich bin zu Hause in den 4 Wänden, wo ich mich eigentlich sicher fühlen mag, wo ich einfach daheim bin und dann muss ich mich dort unsicher fühlen, muss vielleicht sogar raus, ich weiß nicht, mir wird es da ganz anders. So viel Zerstörung, so viel Trauer, so viel Leid, so viel Verzweiflung. Das ist einfach furchtbar. Aber wisst ihr, was ich noch mir denke? Es hat gerade zum Regnen aufgehört, hat die politische Kommentierung angefangen. Und wenn ich mir die politische Kommentierung angehört habe, dann habe ich noch ein ganz anderes Gefühl gekriegt und das war Grant. Ein richtiger, ehrlicher Grant. Weil es war noch nicht einmal das Ausmaß der Katastrophe sichtbar, haben die alle begonnen, das Gegenmittel zu bekämpfen. Eine Jugendstaatssekretärin, eine Jugend unterstrichen, ja, Jugendstaatssekretärin, die sagt, Renaturierung heißt Hochwasserschutz zurückbauen. Ein Bundeskanzler, der sagt, gesunder Boden im Wienerwald ist ein Problem und in Niederösterreich Bodenversiegelung scheint es dort nicht zu geben, weil das wird großartig ignoriert. Wie soll man bei so viel Unsinn nicht grantig werden? Ganz ehrlich gesagt, wie soll man bei so viel Unsinn nicht grantig werden? Liebe Claudia, lieber Karl, liebe Hanni, hört endlich auf, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Und noch was. Lieber Herr Bürgermeister, leider das gilt für Wien auch. Da gibt es einen Bürgermeister, der sagt, es ist eine Schande, dass wir noch nicht ein Naturschutzgebiet zubetoniert haben. Und der Herbert Kickl, der sagt wahrscheinlich noch, Klimawandel gibt es nicht, wenn ihm selber das Wasser bis zum Hals steht. Deswegen hört auf damit. Hört auf, euch dem Schutz unserer Heimat in den Weg zu stellen. Hört auf die Wissenschaft, hört auf die Klimaforschung, hört auf die Leute. Hört auf die Leute in diesem Land. Die wissen nämlich, worum es geht. Die wissen, dass das kein Spiel ist und dass da viel auf dem Spiel steht, nämlich unser aller Sicherheit. Aber wisst ihr noch was? Um den Grant kann ich mir nichts kaufen. Um den Grant kann ich mir nichts kaufen. Deswegen ist die Aufgabe, aus dem Grant was Produktives zu machen, was Sinnvolles zu machen und den zu drehen. Und es geht. Und dann wird aus Grant Kraft. Dann wird aus Grant Sinn. Dann wird aus Grant Zuversicht. Und genau den braucht man, weil es genau jetzt die Grünen mehr denn je braucht. Es braucht uns in der schonungslosen Analyse. Es braucht uns in der Analyse. Das ist nicht zufällig. Es ist nicht zufällig, dass da jetzt ein Hochwasser ist oder zufällig, dass es Extremwetterereignisse gibt. Nein, das ist die Klimakrise, die wir spüren. Das ist die Klimakrise, die wir spüren. Und es braucht uns Grüne bei den Lösungen. Weil ja, wir brauchen Klimaschutz, damit wir unsere Heimat schützen können. Und ja, wir müssen auf unserem Boden aufpassen, damit der nicht zubetoniert ist, sondern Wasser aufnehmen kann. Wir brauchen Klimaschutz und Naturschutz und den gibt es halt nur mit den Grünen. Weil es gibt so eine Standardantwort. Das alte Denken hat eine Standardantwort, die lautet Beton. Beton. Noch eine Straße, noch ein Fachmarktzentrum, noch ein Parkplatz, noch was zubetoniert. Und Schritt für Schritt geht unsere Lebensgrundlage verloren. Und deswegen bin ich unglaublich stolz, dass ich heute hier stehen kann und sage, ja, wir Grüne,
Wir haben das wichtigste Naturschutzgesetz Europas durchgebracht. Wir stehen dafür, dass wir Natur Raum zurückgeben. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an den Moment im Rat in Luxemburg. Da sitzen 27 Minister und Ministerinnen rund um den Tisch und es war mucksmäuschenstill. Es war mucksmäuschenstill, weil als mit der Stimme Österreichs dieses Gesetz durchgegangen ist, war ganz vielen Leuten bewusst, da passiert jetzt gerade was Wichtiges. Da passiert jetzt was Großes für den Kontinent und vor allem für die Kinder und Kindeskinder, weil wir Menschen brauchen die Natur. Die Einsatzkräfte, die brauchen die Natur, weil die waren auf der Suche nach jedem Quadratmeter unversiegelten Boden, auf dem Wasser versickern kann. Die brauchen die Natur. Die Kinder, die da in Wien ein Jahrtausendhochwasser erlebt haben, die brauchen die Natur, weil die sollen sich nicht fürchten müssen vor dem Sommer als Extremwetter, eins nach dem anderen. Die brauchen die Natur. Und wir alle, wir Menschen brauchen zum Schutz und zum Gutleben, wir Menschen brauchen die Natur. Und deswegen braucht es Grüne, weil wir Grüne stehen dafür, dass da was weitergeht. Aber ja, wir brauchen die Natur. Aber ich sage euch noch was, die Natur braucht uns. Die Natur braucht uns dringender denn je. Und wir haben das die letzten 4,5 Jahre wirklich aus der ersten Reihe erlebt. Die Natur braucht uns Grüne. Weil ohne Grüne gibt es keinen Klimaschutz, ohne Grüne gibt es keinen Naturschutz und ohne Grüne heißt es dann am Ende auch, wir schützen die Menschen in diesem Land nicht. Und genau das steht am 29. September, genau das steht am Sonntag zur Wahl. Da steht zur Wahl... Da steht zur Wahl, hat Klimaschutz, hat Naturschutz am Verhandlungstisch eine Stimme, wenn es um unsere Zukunft geht? Oder sitzen dort die Betonierer und die Klimawandelleugner? Hat der Klimaschutz, der Naturschutz eine starke Stimme oder gehen wir zurück in die fossile Vergangenheit? Das steht am 29. September am Wahlzettel. Nicht mehr, nicht weniger, aber ich sage euch eins, das ist verdammt viel. Und deswegen an euch alle hier und an alle Sie zu Hause, Weltklima, Weltgrün. Danke. Ja, die nächsten 2 Tage. Was für ein Ritt. Aber als erstes möchte ich mich mal bedanken bei allen, die jetzt mitgekämpft haben bis hierher und gleich mal einen Vorschuss investieren für die nächsten 2 Tage. Es waren wirklich ganz viele in allen Bundesländern. Ich glaube, Leonore, Alma und Johannes werden das bestätigen, die auch überall unterwegs waren. Und das führt mich schon zum nächsten. Wann hat es in dieser Republik von einer Fraktion jemals so ein starkes Regierungsteam gegeben? Wann jemals? Und geht ja nicht nur um wer, wenn nicht wir. Das steht da hinten, ja. Es geht ja auch darum, ob wir einen Auftrag organisieren, dass diese herausragenden Menschen wieder in der nächsten Regierung dieser Republik vertreten sind. Darum geht's doch. Und auch die nächsten 2 Tage. Und jetzt mal. Danke, Leonore. Danke, Alma. Danke, Johannes. Wir haben noch einiges miteinander zu tun. Danke, Sigi. In der Demokratie, da drüben steht das Parlament, in der Demokratie gibt es kein gutes Regierungsteam ohne Parlament. Umgekehrt ist es. Ohne Parlamentarier ist und Parlamentarierinnen ist nichts abgesichert und das ist gut so. Und darum geht es auch in der nächsten Wahl. Es geht um parlamentarische Mehrheiten und keine Volkskanzler oder sonst irgendein doofes rechtes Gerede. Das ist doch auch mal klar. Und
Danke. Danke, Olga. Wir haben ja noch was vor. Eben die nächsten zwei Tage. Wir werden uns heute Abend noch zusammensetzen, wie wir bis Sonntag in der Früh weiterkämpfen. Oben in der Marie-Höfer-Straße. Jetzt können wir uns ja wieder Parteizentrale leisten. Ne? Ironie. Wir werden das organisieren. Wir werden es organisieren. Und eins ist mir auch noch ganz wichtig, wenngleich nicht Parteimitglied, aber wir haben eine Kulturstaatssekretärin, die in Wahrheit Folgendes ist. Andrea Mayer ist die beste Kulturministerin seit der Zweiten Republik und da fährt die Eisenbahn drüber. So ist es. Aber jetzt geht es natürlich um die Zukunft. Es geht, klar, man sagt es ja oft, es ist eine Richtungswahl, aber diesmal ist es wirklich wieder eine Richtungswahl, aber so richtig. Wie vorher erwähnt, es steht ganz, ganz viel auf dem Spiel. Damit sollte man auch nicht spaßen. Und vieles ist sehr, sehr dringend. Nicht schrecken, ihr wisst's, war früher auch immer schon so, kleine Anmerkung an die Medien. Bis vor kurzem hat man das Gefühl gehabt, Klima- und Naturschutz ist in diesem Wahlkampf nicht so wichtig. Vierte Stelle, fünfte Stelle, sechste Stelle. Nein. Es ist ja schlimm genug, dass es ein derartiges Extremwetterereignis braucht, die jetzt für öfter kommen werden, damit das wieder in die obere Liga kommt, dieses Thema. Dort, wo es hingehört. Und ich sage ja nicht einmal, dass es nur darum geht. Ich nicht. Ihr wisst, die Grünen sind eine Partei der Ökologie, der Gerechtigkeit, des Zusammenhalts, der Demokratie und so weiter. Stimmt's, Markus Kotzer? Stimmt's? Jawohl. So. Aber, dass man das fast runterfallen hätte lassen, das ist schon eine Erwähnung wert und ich scheue sie nicht. Und jetzt, danke Sandra von der Freiwilligen Feuerwehr für das, was du gesagt hast. Und ich habe euch ja beim letzten Mal schon erzählt, wie jetzt nicht nur gerade in Niederösterreich diese Extremwetterereignisse, die eben immer häufiger und immer intensiver kommen werden, zugeschlagen haben. Es waren die letzten Jahre fast in jedem Bundesland in Österreich Katastrophen. Auch habe ich euch erzählt von meiner Heimat, im Norden von Graz, wo es die Autos weggeschwemmt, da waren die Bilder im Einzelnen noch dramatischer sogar, die einzelnen Autos weggeschwemmt hat. Man hat sich das überhaupt nicht vorstellen können. Ich sage es jetzt nur deshalb nochmal, weil ich dort auch die Gelegenheit hatte, mit der Freiwilligen Feuerwehr zu sprechen und die sagen ganz pragmatisch und nüchtern, und das ist aber an Dramatik nicht zu überbieten. Und das sind Beweisführung de facto mittlerweile. Das, was früher alle 5 bis 10 Jahre passiert ist, passiert jetzt 5 bis 10 Mal im Jahr. Und das sind nur die mittleren Ereignisse. Von den ganz großen Extremen reden wir da gar nicht, die immer wilder kommen. Ja? Ich weiß ja gar nicht, was man sich davon verspricht, aber in Wien spricht man eben von einem 1000-jährigen Hochwasser. Okay. Was in Niederösterreich? In Niederösterreich, und da werden wir uns jetzt gleich noch ein bisschen dem Land widmen, in Niederösterreich jedenfalls kommen die 100-jährigen Hochwässer schon alle paar Jahre vorbei. Und zwar mit Sicherheit nämlich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und fällt dann da nicht irgendwas auf? Entweder wir müssen die Mathematik neu definieren oder wir müssen unser Verhältnis zu Umwelt, Natur und Klima neu definieren. Ich plädiere für Zweiteres. Und ich kann mich gut erinnern, vor 5 Jahren habe ich, glaube ich, den Satz genau auf der Bühne, genau in die Richtung, da hat es noch mehr geringt. Robert Habeck war auch da, das letzte Mal den Satz ausgesprochen, und der gilt ja in größerer Dramatik als je zuvor. Und es ist doch so, wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der kommenden und drohenden oder schon daseienden Klimakrise spürt. Aber mit Sicherheit die letzte, die noch was dagegen tun kann. Und dafür gibt es uns. Und dann haben wir das
diese ganz große Weisheit, die noch gar nicht von mir ist, ja, aber haben wir dann im Regierungsprogramm verankert. Steht wortwörtlich drinnen. Auch der Kanzler wurde damit konfrontiert. Ja, das ist ja okay soweit, weil eines ist nämlich auch okay. Und jetzt kommen wir mal zur Zuversicht, die wir ja haben sollen, dürfen, nicht nur müssen. Nicht schlecht, wir dürfen Grund zur Zuversicht haben. Warum? Weil diese grüne Regierungsbeteiligung bewiesen hat, was alles weitergeht. Eine Trendwende wie nie zuvor, von der Bremsspur auf die Überholspur, wie sie es niemand vorstellen hat können. Die Emissionen, die schädlichen Emissionen sinken in einem Ausmaß, dass wenn wir so weitermachen, uns selber noch überholen. Danke, Leonore. Es ist ja unfassbar. Die Emissionen sinken, und zwar auf einer Grund von Vielzahl von Maßnahmen. Das ist ja alles nicht nur einfach. Ja, ihr kennt sie, wir sind nicht dazu da, um es uns einfach zu machen, aber es ist doch eine Freude. Es ist, und es gibt ja Anlass zur Zuversicht, was alles gelingen kann. Und genau um die Regierungsbeteiligung wird es ja wieder gehen. Und jetzt gibt es halt welche, die marodieren. Denen geht es zu schnell. Man weiß nicht, für oder was gegen Sandy. Ja? Wenn wir sagen, dass wir die letzte Generation sind, die noch was tun kann, und wir uns im Pariser Vertrag verpflichtet haben, nicht nur Österreich, gell, die ganze Union, dann sollten wir auch nicht vertragsbrüchig werden. Ja? Stimmt schon, wir allein werden das Weltklima nicht retten. Aber es wird bei uns ganz viel beginnen. Und dann drehen wir es doch mal um. Dann nutzen wir doch die Chancen von dem. Und es sind ganz viele Chancen genutzt worden. Schauen wir doch raus. Die Photovoltaik-Offensive, überall zu wenig Firmen, zu wenig Arbeitskräfte, die schulen wir gerade noch um, für die Installation der Photovoltaikanlagen, für den Heizkesseltausch, für überhaupt die ganze Gebäudesanierung. Ja, wir haben Krisen in Österreich, stimmt, das Baunebengewerbe hat ein Problem, aber das ist doch die Chance, dass was weitergeht. Nirgends wird auf den investierten Euro so viel an Arbeitsplätzen, an Grünen in dem Fall geschaffen, wie in der Wärmedämmung. Und das geht jetzt nochmal so durch. Windkraft, habe ich ausgelassen, ist was Größeres, PV, Heizkesseltausch und auch Gebäudesanierung. Und jetzt ist das doch alles eine super Nachricht, wie das läuft. Was wir immer sagen, wir haben Chancen zu gewinnen. Nicht einmal nur für die große Industrie. Ihr kennt die Beispiele von der Föst und über die Föst, die es nur gibt, weil wir regieren. Und weil wir die Förderung von uns selber dorthin schicken und die von der Europäischen Union. Dass Österreich zu den ersten Ländern gehören wird, wo grüner Stahl produziert wird. Das alles ist richtig und wichtig. Aber es geht ja bis herunter zu uns allen. Und jetzt drehen wir es einfach um. Warum ist es so wichtig, dass es uns gibt und dass wir regieren sollen und was da hinten steht? Wer sagt denn, dass das so bleiben muss? Wir können es ja hören. Ja? Diese TV-Debatten ergeben ja viele Erkenntnisse. Gestern schon wieder. Zum Beispiel haben wir gelernt, dass nicht die Wiesen schuld sind am Hochwasser, die Wiesen schuld sind am Hochwasser und nicht die Autobahnen. Das nur so nebenbei. Aber es gibt ja schlimmere Erkenntnisse. Es steht viel auf dem Spiel, wir haben es gesagt. Und ein Zukunftsversprechen ist halt auch, das zu verteidigen und auszubauen, was erreicht wurde. Und die Grünen haben so viel erreicht, dass dieses zu verteidigen ein Mega-Zukunftsversprechen ist, weil alle anderen rasieren das wieder weg. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Kein Klimaticket, kein Solarausbau mehr, kein Boom, kein Heizkesseltausch, den wir natürlich groß fördern. Und die anderen kommen, jetzt kürzen wir die Förderungen zusammen. Ja, wo werden sie denn hingreifen? Bei ihren Voodoo-ökonomischen Annahmen. Plötzlich sind ja die Förderungen das Problem. Ui, im Klimaschutz sind die Förderungen explodiert. Haben wir jetzt alles zusammen. Im Klimaministerium sind die Förderungen explodiert. Na, das schon her. Aber das 1:1, der Erfolg, man kann es bei der PV genau sehen, man muss sich das einmal vorstellen, in einer Verzehn-, Verzwölf-, Vervierzehnfachung. Haarscharf, wie die Förderungen gestiegen sind. Das ist auch Österreich im Übrigen, ja? Wie im Lineal.
Und das steht alles auf dem Spiel. Das muss man einfach benennen. Und deshalb ohne Grüne kein Klimaschutz. Da dürfen wir überzeugt davon. Und jetzt schauen wir es uns einmal an, wie sie es alle anlegen. Ja? ÖVP, SPÖ und FPÖ. Bremsen bei der ÖVP. Warum nur blockieren? Ja, weil es uns gibt. Ja? Sie versuchen zu blockieren, aber es gelingt immer nicht, weil wir uns immer doch durchsetzen. Also nur bremsen, aber das schon, nur bremsen. ÖVP, Hackerl. SPÖ, also betonieren, nicht? Bremsen, betonieren und leugnen. Das sind die Zuschreibungen zu den Dreien, die betonieren. Also das ist ja überhaupt ein Phänomen. Die SPÖ in Wien und in Niederösterreich sind ja voll vorn dabei, wenn es darum geht, Autobahnen ins Naturschutzgebiet zu klatschen. Und ganz generell schon, auch in der Lobau, aber darüber hinaus, das könnten wir uns noch anschauen. Ja? Und die FPÖ, wir wissen, dass dort Hopfen und Malz verloren ist, was das Thema betrifft, aber es ist zu ernst, um es so zu benennen, die wollen überhaupt, er hat es ja gesagt gestern, ja, keinen Klimaschutz und wenn, dann in 100 Jahren, in irgendeinem Reich. Aber das Problem ist doch ganz anders gelagert noch. Diese Putin-Freundschaft, da passt alles zusammen, wenn die Klimawandelleugner und die Putin-Freunde fusionieren. Am Schluss kommt Russengas raus und davon mehr. Das geht eben nicht und das haben wir abgedreht und das ist auch richtig so. Und das muss auch verteidigt werden. Und auch das ist in Gefahr. Weil wer waren denn die drei Parteien, die uns das eingebrockt haben, als Putin schon zu erkennen gegeben hat, dass er ein Diktator und Tyrann ist? 2014 ist massiv die Abhängigkeit vom Russengas noch in die Höhe getrieben worden. Und was gerne übersehen wird, in der ersten Reihe dabei, die Freunde von den Sozialdemokraten, bis zum letzten Tag, auf jedem Foto, bis zum letzten Tag. So viel können sie den Herrn Kern gar nicht wegretuschieren, wo der da überall dabei war. Und ja, das musst du auch mal zusammenbringen, ja? Vorsitzender im Aufsichtsrat der russischen Eisenbahngesellschaft zu sein und erst wenn die ersten Bomben fliegen, das Mandat zurückzulegen. Und bis dorthin sind die Panzer einfach gemütlich hinspaziert, nicht etwa mit der Eisenbahn transportiert worden. Nein, nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Also, es geht schon auch um Glaubwürdigkeit und ihr merkt, sie kann mich da echt aufregen. Und das ist wirklich ein Vergehen und ein Verbrechen, erstens an Österreichs Wirtschaft, diese Abhängigkeit weiterzutreiben, aber auch an unserer außenpolitischen Wirkmacht, weil die hätten wir nämlich sehr wohl als Neutrale. Nur das war immer andere als neutral, das war immer Putin am Rockzipfel. Das war die Politik der Wirtschaftskammer, der SPÖ und von den Blauen haben wir gesagt, reden wir nicht mehr und das wird jetzt auch gut so sein. Und Bei der ÖVP haben wir ja gesehen, jetzt mittlerweile wird der Verbrenner ja schon in einer Art und Weise verehrt. Man weiß es nicht, ja, wo der noch hinkommt. Aber ich sage nur so viel, wir wissen alles von den Wirtschaftswissenschaftlerinnen zur Autoindustrie, von den Wirtschaftskapitänen, sagt man da ja wohl richtigerweise, von Audi und so weiter selber, bis auf Porsche, ja, die sind dann die vom Herrn Lindner. Der fährt sein Porsche. Der Herr Lindner ist auch der in Europa angefangen hat, den ganzen Blödsinn umzudrehen. Ja, schöne Grüße an die Neos an der Stelle. Der Herr Lindner ist ein echter Verbrennerfetischist und der richtet genug Schaden an auf der Stelle. Und jetzt muss man endlich einmal sagen, diese ganze Verbrenner, drehe es einmal um, diese ganze Verbrennerhysterie schadet der europäischen Autoindustrie, die verheizen die Zukunft der europäischen Autoindustrie und so weit ist es gekommen, dass die Grünen für die Autoindustrie sind, für das Autoland, für unsere Zulieferfirmen, für die modernen Arbeitsplätze. Und wo sind dann die anderen? Ja? Also jetzt mal halblang.